ist Dada? Sperlingsgasse. Dada Berlin. Gibt ja viele Dadas. Ja, aber der Ursprung ist natürlich März 16, Februar bis März 16 in Zürich. Heute noch als Kabarett-Voltaire-Ursprung markiert, jetzt weltweit als eine Kuriosität besucht und bestaunt, weil in derselben Straße natürlich andere welthistorische Größen, Spiegelgasse hieß diese Straße, heißt sie bis heute, lebten und wohnten, unter anderem Lenin. Und es ist eine der berühmten Mythologien, die aber ihre Logik in sich entwickeln, dass Lenin, der ja wesentlichen Russisch sprach, wenn er emotional aufgeladen war, seine Begeisterung über die neue Dimension der Ordnung, der Fügung der Welt aus dem Unfug mit Schlagen auf dem Knie darstellt und sagt, da, das heißt russisch, ja. Das ist eine der Ableitungen der inhaltlichen Bestimmung des Dada-Begriffs, heißt ja, und das ist auch die historisch richtige, es gibt zwei Gründerväter. Hugo Ball war ja ein extrem gebildeter, geisteswissenschaftlich trainierter Mann, der mit Bloch auf gleicher Ebene diskutierte. Er war der Einzige, der die Bedeutung von Cardinal Newmans Zustimmungslehre kannte. Was ist das, Zustimmungslehre? Also die Frage ist ja in der Nietzschischen Form. Nietzsche hat ja nichts anderes gemacht, als Cardinal Newmans Zustimmungslehre umzuschreiben. Wie kann man zu der Welt Ja sagen, wenn doch jeder Blick in die Welt sofort unendlich viele Gründe angibt, warum man ihr nicht zustimmen kann? Die Grausamkeit, die Armut, das Leiden der Menschen. Wie kann man dem zustimmen? Und das war die Frage, man kann nicht leben, ohne zuzustimmen. Sieht man sich die Welt aber an, verliert man jeden Mut, irgendeinen Grund der Zustimmung überhaupt noch zu finden. Und das Rätsel zu lösen, das war Dada. Das heißt, es geht um die innerweltliche Transzendenz. Und das war die große Entdeckung von Nietzsche. Nämlich, dass wir uns beim Verstehen nicht mehr auf Abgleich von Identitäten konzentrieren, sondern auf Parallelprozedieren zwischen den Hirnen. Das ist der Ursprung der berühmten Parallelaktion, die Musil ja beschreibt, also transformiert jetzt aufs Geistige. Zwei Hirne, nicht im Dreivierteltakt, aber parallel, ja, operieren. Und zwar so, dass man zur Übereinstimmung dann kommt, wenn es produktive Missverständnisse gibt. Das heißt, wenn die harte Fügung der Sätze durcheinandergebracht werden, durch das Missverstehen angereichert werden und dann der Unfug die Macht übernimmt. Das heißt, Gefügte, das, ja, das zwischen den Fugen, die also Bettkante die revoltiert. Genau, die Neuaufladung der Begriffe, der Worte, sodass es dann zu einer Art von Reformulierung des Anspruchs auf Sinnhaftigkeit kommen kann. Und der Anspruch auf Sinnhaftigkeit kann nur gewährt werden, wenn man zu dem Sachverhalt, den man behandelt, Ja sagen kann. Das ist aber interessant. Ja. Das heißt, zwei Hirne gingen im Walde vor sich her. Sehr richtig. Ja? Und sozusagen in dem Moment, dem sie sich zanken, kommt eine Einsicht. Und richtig. Alle übrigens, selbst der Wald, kann etwas verstehen und lernen. Und innerweltliche Transzendenz heißt dann also, wir transzendieren unser beschränktes Verständnis durch den Zwang, uns auf die Missverständnisse einzulassen. Ja, wir brauchen keine Letztbegründung außerhalb des Systems. Es reicht, im kommunikativen System selber zu arbeiten. Wie ist das begründet? Das ist die genialste Dada-Philosophie überhaupt. Gebt mir mehr Irrtümer und ich werde die Welt bewegen. Sehr richtig. Ja? Weil das Konzentrat, davon geht also eine Gravitation aus. Nicht? Genau, also, aber der Witz ist, dass die Philosophen, Linguistiker, in der Zeit, mit Ausnahme von Mautner, Fritz Mautner, dem größten Bedeutungsphilosophen überhaupt, und de Saussure, Sprachphilosophen, alle behaupteten, es liefe über das Verstehen. Die Kommunikation sei auf Verstehen ausgerichtet. Hier wurde plötzlich entdeckt, dass evolutionär, anthropologisch gar nicht auf Verstehen ausgerichtet sein kann, denn wenn weil wir jede warten, Mutation sehr richtig, ist ein Missverständnis. Und wenn wir warten müssten, bis wir verstehen, könnten wir nie leben. Man muss immer schon leben, ohne verstanden zu haben. Und deswegen kam das Prinzip der Kommunikation in Gang. Das heißt, die Welt als Beziehungsgeflecht zu ermöglichen, ohne verstehen zu können. Ja, kommunizieren ist nicht auf Verstehen, sondern auf Verständigung an. Und das hat der Einstein zum Vorwand genommen, indem er sagt, es kommt nicht darauf an zu verstehen, sondern sich zurechtzufinden. Und das sind die Sinnstiftungsakte für die innerweltliche Transzendenz. Die höchste Form, sich zurechtzufinden, ist die Fähigkeit,
mit Abweichungen, mit Missverständnissen, mit Missdeutungen, mit Mehrdeutigkeit, mit Ambivalenzen umzugehen und daraus die Kraft des Ja zu beziehen, denn die Dinge sind nicht so, wie sie sind. Das ist der Schrecken, das ist der Horror, das ist der Feind, sondern sie haben eben Mehrschichtigkeiten, mehr Weltwertigkeiten. Also findet man eine Möglichkeit, gerade zu dem mehrschichtigen Ja zu sagen, nicht zu der Eindeutigkeit des Bösen, sondern zu der Mehrschichtigkeit des Phänomens, das sich im Bösen artikuliert und so fort. Und daraus ergab sich die große neue Fuge, also das Bach-Unternehmen, der die Kunst der Fuge macht, da ist die Kunst des Unfugs. Und zwar wirklich als Transzendierungsverfahren über Nichtverstehen, Missverstehen, die Welt mit Sinn anzureichern. Wo würde man das in der Musik finden zum Beispiel? Also die Kunst der Unfuge? Also es ist natürlich Dissonanz. Ja. Das ist das Prinzip der Dissonanz, ganz eindeutig. Ja. Also es ist die Wiener Schule. Die Sekunde, die Zerlegung der Halbtöne in Viertel und, und so weiter. Und natürlich sich nicht auf das Material Reinigung. Selber, sondern auf die Beziehung zu anderem einlassen zu müssen. Die Musik entsteht zwischen den Tönen. Genau. Ja, was heißt, weil die Obertöne, nicht gibt es Untertöne. Und das ist das, was die Fuge eigentlich ausmacht, nämlich der Unfug. Ja. Das ist eine alte Weisheit, hängt zusammen, wackelt und hat Luft, das heißt Loose Coupling. Es geht tatsächlich um die stärkste Bindung durch die lockerste Vermittlung. Ja? Denn da ist die Abweichung möglich, die Anpassung möglich. Und das ist die Dada-Philosophie. Das schreiben die Rabbis in Mesopotamien. Ja, genau. Ja. Ja. Und deswegen hat Hugo Ball so unmittelbar gesagt, ich bin ja ein christlicher Ekstate als Dadaist und nicht, ich gebe Dadaismus auf und wie das immer interpretiert wird und werde jetzt plötzlich wieder christlicher Ekstate, sondern als Dadaist kann ich als einziger moderner christlicher Ekstate sein. Und da kam ihm zugute, dass D, Dionysus, A, vom Areopag, da genau das ergab, was Dada meinte, nämlich der erste Begleiter in Athen für den Apostel Paulus, der dort eine große Missionsrede auf dem Areopag hält, sich dort, wo der Paulus gelehrt hat, festzusetzen, da eine Schule zu gründen. Unter dem Namen ist später noch ein sozusagen Geschäftemacher aufgetreten, aber da eine Schule zu gründen und jetzt im Sinne dieser dionysischen Umkopplung oder Umpolung zu arbeiten. Ja? Dionysus im Sinne von apollinisch dionysisch, wie Nietzsche es gefasst hatte. Wie? Ja. Nochmal. Paulus? Ja. Paulus predigt unter Apostel predigt in Athen. Ja. Einer der Zuhörer ist dieser Dionysus. Die Predigt findet ja auf dem Areopag. Der heißt Paulus Dionysos. Das ist nicht der Gott. Richtig. Das ist nicht der Gott. Nein, ist nur danach benannt. Ja, aber das ist nun wieder gerade dadaistischer Unfug als Fügung. Ja, dass man sieht, der heißt nicht zufällig Dionysos, sondern erfüllt dann tatsächlich in der Aufnahme. Und verführt den Übersetzer des Hebräischen ins Griechische. Genau, den Weltmacher. Richtig, Also er stiftet Relationen. Jedes einzelne Element ist für sich bedeutungslos. Das Entscheidende ist die Relation. Da entsteht das, was für die christliche Theologie ab 324 Dogma wird, nämlich die Trinitätslehre. Das Relationsgefüge ist natürlich das durch den Geist Gestiftete. Das, wo zwischen die Relation gestiftet wird, ist der Mensch und der Gott oder Christus, Vater, Sohn. Relation, also mit anderen Worten, die Dadaisten erkennen, erkenntnistheoretisch, die Unhintergehbarkeit der trinitären Struktur von Sprachlichkeit, semantisch, pragmatisch, syntaktisch, wie Sie wollen. Legislative, Jugislative. Zwei Augen, eine Nase. Richtig, Judikative. Drei Zähne und die übrigen. Richtig, also das trinitäre Schema, wobei das Vermittlungsschema, das Stiften von Beine Beziehungen. Und, und Unfug ist das Entkoppeln, wie im Traum, das Entkoppeln der Worte von den Bedeutungen, das Entkoppeln ermöglicht eine völlig überwältigende neue Sicht durch neues Vermitteln, also Sinnstiftung. Also Libertà delle Parole, das wäre hier verwandt. Das sind Cousins. Ja. Italienische Futuristen. Geht dann durch. Sehr richtig. Ja. Die sind ja schon 5 Jahre früher mit ihrem Höhepunkt an der Welt. Wie alt ist dieses Prinzip Dada, ehe es diesen Namen hatte? Das heißt, also es gibt doch in den Bauernrevolten, es gibt doch überall, immer wieder, auch in ihrem Athen, nicht? Es ist das Grundprinzip der Steuerung in der Realität und die bedeutet nicht verstehen, nicht wissen, nicht können. Sokrates, in der Welt umher. Richtig, Sokrates ist der Erste, der weiß, dass man nur unter der Basis, ich verstehe es ja nicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, noch etwas erfährt. Genau.
Das ist das dadaistische Urprinzip. Man muss ungeheuer viel wissen, um zu wissen, dass man nichts weiß. Ja? Wo entsteht und jetzt, der Unfug im Leib? Wo ja, ist natürlich sozusagen diese Art von Kitzel, notwendigem Witz? Ja? Das ist der große Metabolismus. Ja. Ja, dem wir auch alle huldigten, Eulenspiegel bis Schweig und Nietzsche, das ist ja die Kategorie der großen Dadaisten. Ja? Das sind die Hofnarren gewesen, das sind die institutionalisierten Unsinnsmacher, das sind die Akrobaten. Die Dreher. Ja. Wissen Sie, was die schon früher entdeckt hatten? Nämlich, wo die Philosophen sich noch bis 20. Jahrhundert mit dem hermeneutischen Zirkel beschäftigen, ja? Führen die Dadaisten, das heißt die Narren, vor, wie das geht. Jemand balanciert auf einem Drahtseil und hält sich an dem fest, was er selber trägt. Das ist die Offenbarung der dadaistischen Philosophie. Das sich ist an dem, mit den Schuhen. Genau, an dem zu halten, was man selber trägt. Und das ist in der Tat die Wahrheit über unseren Weltzustand. Wir haben ja nichts, woran wir uns halten, außer was wir selber tragen. So, dass man neben jeden professionellen Philosophen ja, so einen Menschen ja, stellen muss. Natürlich, ja. Der hat ihn immer neben sich oder er hat ihn in Gestalt seines Witzes. Also der Wiener Lampe von Immanuel Kant hätte diese Fähigkeit haben müssen. Das war der Dadaist von Kant, Herr Lampe. Ja. Aber jeder hat es, also jeder König hatte einen Narren. Nicht an Lampe denken, schreibt er auf. Genau, ja, sehr gut. Der Punkt ist dass sozusagen Sie ja sagen, dass diese Art von Unfug, also auf dem Niveau der Fugen, gewissermaßen notwendig sind. Mhm. Das ist eine Grundströmung. Ja? Das heißt, die Normativität, wie haben Sie es formuliert? Des Kontrafaktischen. Also, mit den Fakten auch, kann der Mensch gar nicht leben. Das sind Felsstücke, die ihn erschlagen. Richtig. Jetzt erst recht, heißt zum Beispiel die Maxime. Ja? Ist es auch Irrsinn, so hat es doch Methode. Das ist klar. Ja? Das ich muss bin man noch mal, da. Muss man überhaupt ernst nehmen, was das für eine Haltung ist, die sich da durchsetzt. Die Wirklichkeit ist der Hase. Ja? Richtig. Und diese und kontrafaktische Sie, da gibt es ein wunderbares Bild für diese Traditionsgeschichte. Sagen des sokratischen Wissens in der Stiftung von Unfug. Denn Sokrates ging hier herum und stiftete nun ja reichlichen Unfug in der Gesellschaft, sodass man ihn sogar der Asebi und so weiter bezichtigte und schließlich der Kragenverführung. Das ist die von Kaiser Lothar III. In Europa, heute noch im Königslutter am Elm, die bedeutendste Baugeschichte eines geistigen Gedankens. 1125 bis 37 gestiftete Kaiserdom, in dem dieses Prinzip, das von Hirsau kam, von der Hirsauer Reform kam, dargestellt wird unter dem fantastischen Begriff Selbwaller. Selbwaller heißt Selbwaller. Ja, Selbwaller. Selbst mit eigenem Willen der Menschheit. Die Antwort war, bezichtigt nicht Gott des Unfundes, den er hier gestiftet hat, des Elends, das er gestiftet hat. Solange wir auf Erden leben, hat Gott uns selbst Waller gegeben, wir sind selbstverantwortlich. Jetzt mach das endlich. Und das Logo dieser Bewegung, weswegen steht Kaiser... Steht das angeschrieben? Natürlich, weil Kaiser Lothar wurde deswegen ja auch ermordet. Weil er diese Hirsauer Ideologie vertrat, selbst Waller. Ja? Nicht mehr Letztbegründung Gott etc., sondern die Menschen selbstverantwortlich. Und das so Logo das? Ist... Ja. Ein Jäger, der von den Hasen gefesselt wird und die Hasen tragen ihren Jäger davon. Das ist genau das Logo dieser Bewegung. Und das ist 1125 dort angebracht worden. Und so wie in Fukushima alle 1000 Jahre einmal ein Erdbeben ist, so gibt es ein Dauerbeben in den Menschen, vom Zwerchfell geleitet, dass es nicht aushält im Faktischen. Ja, aber der große Metabolismus, also die Dadaeske des